Heimat Österreich, macht heute ein persönliches Interview mit Herrn Peter Zörner. Und IMAP selbst ist eine weltweite Organisation in 197 Ländern vertreten. Und ich bin der Koordinator für Österreich. Und IMAP setzt sich ein für die Förderung selbstverwalteter, sozial verantwortlicher und moralischer Medien, wie die Herstellung der Glaubwürdigkeit des Journalismus durch gewissenhafte Verfolgung von Genauigkeit, klarer Zuschreibung aus glaubwürdigen Quellen, Gewährleistung der Fairness durch Einbeziehung von gegensätzlichen Standpunkten, Beseitigung persönlicher Vorurteile aus Nachrichtenartikeln, Vermeidung von Inhalten, die erniedrigend sind, und Respekt für die Würde unseres Publikums üben. Bekämpfung der Erosion der Privatsphäre, die von Regierungen und fehleranfälligen digitalen Plattformen angeführt wird. Entwicklung von professionellen Entwicklungsprogrammen für Journalisten, einschließlich solcher, die sich auf Medienethik konzentrieren. Herzlich willkommen, Peter Zörner, als Leiter und Koordinator IMAP Europa und Nahe Osten. IMAP steht für International Media Association for Peace, für den Frieden. Herzlich willkommen. Bitte um deinen Kommentar zum Thema. Das heutige Thema ist eben der UN-Tag gegen Straflosigkeit für Verbrechen an Journalisten. Ja, danke, Hans, für die Einladung zu diesem Interview. Ich habe mich sehr viel damit beschäftigt und jetzt nur zum Thema. Der Artikel 19 universellen Menschenrechtserklärung beschäftigt sich ja mit Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Redefreiheit. Und dieser Artikel ist einer der wichtigsten überhaupt. Man kann ganz klar sehen, dass in Ländern, wo es keine Pressefreiheit gibt oder keine Religionsfreiheit, also auch die demokratische Applikation und die Verwirklichung der Demokratie sehr schwach. Ne? Und damit auch die ganze Kultur und alles ist sehr fokussiert auf einem, meistens einen Diktator oder einem hegemonialen Regime. Und uns geht es wirklich darum, diese Menschenrechte zu fördern. Und deshalb ist es einfach sehr gut, dass die UNO und UNESCO dieses Thema immer wieder fördert und immer wieder uns in Erinnerung ruft. Und genau deshalb macht IMAP das, wie ich das sehe, richtig. Ja. Und ich möchte jetzt, das ist jetzt die erste Frage, richtig? Ja, ganz genau. Soll ich mich jetzt noch kurz vorstellen? Ja, das wäre schön, bitteschön, ja. Die zweite, okay, gut. Ja, die Frage ist, wie ich dazu gekommen bin, zu diesem Thema. Ich habe schon in Großbritannien, in anderen Ländern, Ungarn und so weiter, neben meinem Beruf habe ich schon journalistische Arbeit gemacht und habe dann mich ernsthaft mit Journalismus beschäftigt, von 1999. Und dann, ich habe auch 2 Jahre lang
Journalismus studiert. Und dann später, ich habe dann eine Webseite entworfen, eine Webseite eingerichtet, da ich gemerkt habe, dass man für gewisse Themen, zum Beispiel Thema Menschenrechte, nicht immer in den Mainstream-Medien angenommen wird oder dass das nicht immer publiziert wird. Sogar in unseren demokratischen Ländern. Ja. In den Medien herrscht etwas wie, man könnte sagen, it bleeds, but it leads. Oder it smells, but it sells. Es muss irgendwie die Aufmerksamkeit von Menschen an sich ziehen. Zum Beispiel Mord oder irgendwelche kriminellen Handlungen und so weiter. Oder viele andere Themen, die halt, aber Menschenrechte gehören nicht zu diesem Thema. Ja. Und trotzdem sind Menschenrechte so wichtig. So, deshalb habe ich dann mein eigenes Medium eingerichtet. Damals war Internet noch relativ neu, muss ich sagen. Man hat damals noch ganz einfach Webseiten machen können, die nicht unbedingt sehr teuer waren und so, aber sehr effektiv. Und ich habe da eine Webseite eingerichtet über Religionsfreiheit. Das war religionsfreiheit.at. Und ich habe mich dann um Themen, die Religionsfreiheit, sich auf Religionsfreiheit beziehen. Ich habe mich mit diesen Themen beschäftigt und habe da Verletzungen der Religionsfreiheit veröffentlicht. Es hat nicht lange gedauert. Innerhalb von ein paar Wochen war meine Webseite schon national, hat sich schon nationale Schlagzeilen gemacht. Und es ist dann weitergegangen. Und es haben sich dann auch Journalisten gemeldet von verschiedenen betroffenen religiösen Minderheiten. Die haben sich bei mir gemeldet und haben mich gefragt, ob sie für mich schreiben können, ob sie auf der Webseite publizieren können. Haben wir dann gemacht. Dann habe ich ein Team gehabt von 5, manchmal 7 Journalisten. Die haben mehr oder weniger, einige davon haben nur mit einem Pseudonym geschrieben. Und diese Webseite wurde dann sehr effektiv. Und dann, wir haben dann richtig Aktivismus gemacht. Das ist auch die Frage im Journalismus. Es gibt ein klassisches Verständnis über Journalismus, dass ein Journalist kann kein Aktivist sein. Und er muss eine Äquidistanz haben zu den verschiedenen Stakeholders sozusagen. Aber das hat sich jetzt sehr geändert. Der neue Journalismus jetzt ist eigentlich Aktivismus. In der Zeit des Krieges und in der Zeit von massiven Menschenrechtsverletzungen weltweit. Der neue Journalist ist auch ein Aktivist. Er setzt sich ein für Grundrechte, demokratische Grundrechte, Freiheit, Pressefreiheit, Religionsfreiheit und so weiter. Und so, ich habe dann auch in 2005 bin ich dann Mitglied des österreichischen Journalistenclubs geworden. Bin ich immer noch. Ich habe 2019 die
die Silbernadel bekommen, vom Journalistenclub wurde geehrt mit der Silbernen Nadel. Und ich habe aber früher, so 2000 bis 2015 oder so, habe ich hauptsächlich in deutscher Sprache Berichterstattung gemacht. Ich habe Berichte geschrieben für die und bin dort auch aufgetreten in der OSZE, ziemlich oft, manchmal in der UNO, bei Side-Events in Genf. Und ich habe meine Berichte an verschiedene Menschenrechtsorganisationen abgeliefert. Und wir haben dann, ich habe mehr und mehr Journalisten, die in diese Richtung sich engagieren, kennengelernt. Und wir haben jetzt ein ziemlich starkes Netzwerk. Und wahrscheinlich wurde ich auch deshalb zum Koordinator ernannt in 2020, wie IMAP gegründet wurde, in einer sehr großen Konferenz in Seoul. Da waren über 400 Journalisten aus der ganzen Welt dort, einige sehr prominente Journalisten. Und ich habe aus Europa von meinem Netzwerk 39 Journalisten dorthin gebracht. Und ich war sehr begeistert von der Gründung von IMAP, da die Journalisten eigentlich einen Safe Space brauchen, sozusagen, oder eine internationale Plattform, wo sie gewisse Themen, mit denen sie sich beschäftigen und die eigentlich sehr fundamental sind für ihre Arbeit und auch für ihre Existenz, die sie dort besprechen können, wo sie Gedankenaustausch haben können, wo sie sich gegenseitig empowern können oder sich gegenseitig unterstützen können. So diese IMAP-Organisation, das ist eine Association von UPF, Universal Peace Federation, eine Organisation, die in der UNO eine Akkreditierung hat, die den ÖcoSoc-Status hat in der UNO, NGO-Status. Und so wir haben seit dieser Gründung hat IMAP viele Veranstaltungen gemacht. Natürlich, Covid ist einhergekommen. Covid hat uns alle sehr betroffen, auch die Journalisten. Und dann haben wir halt Online-Veranstaltungen gemacht zu verschiedenen Themen, auch die irgendwie in Verbindung sind mit der UNO, mit den UNO-Themen. Ja. Wir haben uns versucht, daran zu halten. Und wir haben Journalisten zusammengebracht in diesen Online-Veranstaltungen, die sehr, die etwas Wichtiges zu sagen hatten. Ich liebe es, mit Journalisten zu arbeiten in dieser Hinsicht, weil die sind ständig mit Fakten beschäftigt. Und die haben so viel Hintergrundwissen, weil sie ständig damit leben, die Wahrheit herauszufinden und die Wahrheit zu berichten. So, ich schreibe auch jetzt noch, obwohl ich sehr viel organisatorisch zu tun habe mit IMAP. Ja. Und aber wenn es um Menschenrechte geht, schreibe ich auch jetzt noch. Ich habe auch jetzt noch meine Webseite, Foref Europe. Und es schreiben da einige sehr bekannte Aktivisten oder Journalisten auf dieser Webseite. Ne? Und immer noch beliefern wir internationale Organisationen wie OSZE und auch die UNO mit
Informationen über Menschenrechtsverletzungen. Eines wollte ich noch sagen zu meiner Person. Ich bin neben Menschenrechtsberichterstatter, wie ich das nenne, bin ich auch Mitglied seit ungefähr 10 Jahren in Reporter ohne Grenzen. Das ist eine Press Freedom Watchdog sozusagen. Mit der Basis in Frankreich. Und die existiert schon, ich glaube, über 30 Jahre. Und was ich sehr schätze an Reporters Without Borders, jedes Jahr wird ein Pressefreiheitsindex publiziert. Und man kann genau herausfinden, wo unter 180 Nationen, wo meine Nation oder andere Nationen rangieren. Zum Beispiel rangiert Österreich jetzt, ich glaube, es ist 32 oder so. Also Österreich hat innerhalb eines Jahres einen Sinkflug gemacht. Das hat wahrscheinlich mit dieser, vorher war es 17, glaube ich, Österreich war noch besser früher. Die am höchsten rangierenden Länder sind eigentlich die skandinavischen Länder, Norwegen, Schweden, Finnland und so weiter. Generell werden die auch als die Länder gesehen, die am besten die Demokratie verwirklichen. Und Russland rangiert 145, China 175. Wobei ich denke, dass Russland, wir haben da eine Pressekonferenz gehabt, wie der neue Bericht herausgekommen ist, hat Reporter ohne Grenzen eine Pressekonferenz gemacht hier in Wien. Und da war ich mit dabei und da habe ich auch öffentlich kritisiert dort, dass Russland seit ein paar Jahren schon den gleichen Platz behält. Und es hat noch kein Upgrade gegeben, sogar nachdem der Krieg begonnen hat. Und jetzt ist die Pressefreiheit in Russland, kann man fast sagen, null. Russland würde einen Platz 170 oder 175 oder verdienen. Ne? Und das ist meine Kritik, wurde diskutiert, aber ist nicht gut angekommen. Ich glaube, die haben einfach keine Zeit gehabt, sich diese Updates zu machen. Ne? Aber ist eh egal jetzt im Moment. Nicht? Aber zu China. Ja, warum Österreich, das wollte ich noch sagen, warum Österreich jetzt niedriger rangiert, hat natürlich mit der ganzen Manipulation der Regierung zu tun, Manipulation der Medien, und so, das wurde von den Journalisten da, von einigen freien Journalisten sehr angekreidet, ne? Wie die vorige Regierung unter Kurz mit Medien umgeht. Und muss ich aber auch dazu sagen, wie sich einige Medien rumschubsen lassen. Natürlich, ein Grund, warum die Medien weniger unabhängig sind. Das ist eine Grundentscheidung für Medieninhaber. Es ist auch ein Überlebenskampf. Ja?
in der kompetitiven, im Wettbewerb der Medien, ne? Und Pressefreiheit und unabhängiger Journalismus werden immer rarer in dieser in diesem hohen Wettbewerbskampf, der sehr intensiv ist. Es werden sehr viele Journalisten entlassen jetzt. Und das geht schon, der Sinkflug der Medien, jetzt nicht nur hier, speziell in Amerika, der Sinkflug der Hauptmedien oder Systemmedien oder, wie man auch sagt, Corporate Media, findet schon seit 20 Jahren statt. Und das ist wirklich ein Sinkflug. Ne? Jetzt diese Medien, zum Beispiel CNN, den ich so geschätzt habe. Ich habe sehr viel CNN geschaut früher, war super Berichterstattung und so. Aber die haben sich immer mehr instrumentalisieren lassen und sind immer mehr parteiisch geworden. Und objektive Information ist immer rarer geworden auf CNN. Und die haben jetzt sehr viele entlassen schon. Und jetzt, gerade jetzt ist ein Bericht herausgekommen über CNN, dass die Stimmung im CNN sehr schlecht ist im Moment. Und dass eine totale Neugestaltung des CNN vorgenommen wird, rein aus existenziellen Gründen heraus. Sonst müssen sie schließen. Und das ist schon sehr schockierend. Und es ist sehr schade, wenn solche Medien so absacken können. So, wir hoffen, dass wir in Österreich wieder Fortschritte machen können, um die unabhängigen Medien zu fördern oder die Unabhängigkeit der Medien. Das ist sehr wichtig für unser Land. Und man könnte sich auch fragen, womit jetzt dieser Sinkflug der Mainstream-Medien zu tun hat. Naja, sicher hat es auch mit dem Internet zu tun, mit den neuen Medien. Da jetzt seit den späten 90er Jahren jeder, der ein Modem hat und einen Computer, ein Reporter sein kann. Ja. Eine neue Zeit hat begonnen, eine neue Zeit der Demokratie. Ja. Und jetzt es kann niemand stoppen, es kann niemand mehr stoppen. Die Wahrheit kann nicht mehr monopolisiert werden. Die Wahrheit ist kein Monopol mehr. Die Wahrheit gehört allen, die auch darüber berichten können oder Zugang finden können zur Wahrheit. Das ist einer der Gründe, ne, natürlich, warum die Mainstream-Medien weniger und weniger glaubwürdig sind. Ne. Aber trotzdem plädiere ich sehr dafür, dass die Mainstream-Medien weiterhin existieren können und unterstützt werden. Wir brauchen Qualitätsrecherchen. Wir brauchen Qualitätsberichterstattung. Ne? Ein einfacher berufstätiger Mensch am Internet, der hat einfach nicht die Zeit zu recherchieren, ne? Nicht die Ressourcen und so weiter. Deshalb sind diese Mainstream-Medien sehr wichtig. Ne? Und auch jetzt in dieser Zeit des Krieges, Krieg ist nach Europa gekommen. Ne? Ich meine, ich sehe sehr oft jetzt, ich schaue mir sehr oft Dokumentationen an
Und ich lese Zeitungen vom ganzen Spektrum, links und rechts. Und das soll man sowieso machen, würde ich jeden vorschlagen. Man muss sich sich ein Bild zu machen, muss man ein weites Spektrum, muss man sich von einem weiten Spektrum informieren. Und auch im Fernsehen, auch die Dokus, da soll man auch ein weites Spektrum haben. Ich schaue jetzt, im Moment schaue ich mir oft auch CNN an oder Al Jazeera. Finde die Berichterstattung von Al Jazeera sehr, sehr gut. Sehr objektiv, muss ich sagen, in vieler Hinsicht. Und die haben sehr viele Ressourcen. Und von einer Perspektive, die wir nicht so gewohnt sind. Manchmal hören wir nur den amerikanischen Gesichtspunkt oder nur den europäischen oder übrigens der europäische Gesichtspunkt in puncto Geopolitik ist sehr ähnlich. Ne? Die europäischen Mainstream-Medien kauen immer wieder nach, was die Amerikaner von sich geben. Ne? Die wiederholen das wie manchmal ist es schon peinlich. Ne? Und das ist sehr schade. Ne? Aber wie gesagt, wir müssen dagegen wirken. Wir müssen schauen, dass wir, und das hoffe ich auch, dass da IMAP eine Rolle spielen kann, dass wir unabhängige Medien fördern. Und natürlich, man sagt, beim Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Ja? Und das ist sicher der Fall. Auch hier in Europa jetzt. Ne? Und es ist ein Wahnsinn eigentlich. Es ist ein Wahnsinn, was dafür Desinformation betrieben wird. Aber andererseits ist es auch ein Faktum, dass die Medien als eines der wichtigsten Instrumentarien der Kriegsführung benutzt werden. Ne? Und wie Sun Tzu, der chinesische Kriegsphilosoph, schon vor 2500 Jahren oder so sagte, ne? Der Krieg mit Waffen ist die primitivste Art, Krieg zu führen. Und das haben die Chinesen sehr gut gelernt. Und Putin hat auch sehr gut gelernt, wie man beides macht. Putin macht beides. Putin führt Krieg mit Waffen, aber auch wie man so schön sagt, er macht die asymmetrische Kriegsführung. Hybrid Warfare. Das heißt auch mit Desinformation. Desinformation kann eine sehr machtvolle Kriegsführung sein. Man sollte es nicht glauben, was da uns geliefert wird.